FPÖ-Europaparlamentarier Georg Mayer auf Bezirkswahlkampftour. Der am zweiten Listenplatz hinter Harald Wilimski gereihte Steirer will vor allem mehr Österreich und weniger EU. Wir wollen nicht, dass sich die Europäische Union um alle Dinge kümmert. Zum Beispiel gibt es letzte Legislatur beschlossen, ist der Bräunungsgrad der Pommes oder der Bräunungsgrad von Schnitzel. Das wollen wir nicht, dass die Europäische Union sich um diese Dinge kümmert. Ja. Das heißt, der nationale Gesetzgeber weiß natürlich besser Bescheid, was die Leute im eigenen Land wollen. Aber es gibt auch Dinge, die auf EU-Ebene geregelt werden können. Das ist zum Beispiel Umweltschutz und das wäre jetzt dringend einmal Außengrenzenschutz, dass wir in Europa wissen, wir können nicht alle aufnehmen und wir werden auch nicht die ganze Welt retten können. Und deswegen braucht es einen sicheren Außengrenzenschutz. Für die Zukunft ist gemeinsam mit anderen Rechtsparteien ein Bündnis geplant. 15 Partner, unter anderem die AfD, die Lega Nord oder auch das französische Rassemblement National, sollen im EU-Parlament einen starken EU-kritischen Block bilden. Für Hannes Ammesbauer geht es vor allem darum, die Wähler zu mobilisieren. Aber auch das mit 25,6% hervorragende Ergebnis der Wahl 2014 könne man noch verbessern. Ja, natürlich, wenn man so ein starkes Ergebnis hat und auch so deutlich vor der ÖVP zum Beispiel gelegen ist, im Bezirk Bruckmürz-Zuschlag, wir haben ja auch viele Gemeinden gehabt, wie auch meine Gemeinde Neuburg an der Mürz, wo wir an die 32% hatten und somit stärkste Kraft wurden. Natürlich wird die Luft da dünn, aber für uns heißt das Mobilisierung, Überzeugungsarbeit leisten, laufen, laufen. Das machen wir jetzt noch in diesen gut 3 Wochen bis zur Wahl und wir werden im Bezirk Bruckmürz-Zuschlag in allen Gemeinden unsere Aktionen dementsprechend gestalten, um die Bürger auch auf die Wichtigkeit dieser Wahl hinzuweisen. Weil eines ist auch klar, nicht wählen hilft immer denjenigen, den man am wenigsten will.